denkst, glaube ich, zu viel nach. Ja, wie beim Autofahren, ne? Bevor ich bremse, denke ich immer intensiv drüber nach. Sollte ich jetzt bremsen? Sollte ich einfach drauf fahren? Soll ich einfach aussteigen? Das so denke ich immer beim Autofahren. Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Bremsweg in Metern bei einer normalen Bremsung berechnen? Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde durch 10 mal 5. Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde durch 10 mal Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde durch 10. Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde durch 10 mal 3. Ich bin jetzt schon raus, Mathe. Ja, also, wenn ihr das nächste Mal kurz davor seid, eine krasse Bremsung durchzuführen, dann nehmt euch diese Faustformel dahin. Wir haben rausgefunden, vorhin war es eine 100 Kilometer pro Stunde Fahrt und wir hatten eine Sekunde Reaktionszeit. Das heißt, und es waren 30 richtig, 30 Meter. Das heißt, Geschwindigkeit in Kilometer geteilt durch 10. Das heißt, 10 mal 3. Genau, dann muss 3 richtig sein, nach dem, was wir vorhin hatten. km/h geteilt durch 10 sind 10 mal 100 km/h geteilt durch 10 sind 10. 10 geteilt durch 10 sind wie viel? 0 oder was? 1. Hä? 10 geteilt durch 10 ist 1. Ich habe 1 Meter Bremsweg. Ich hätte hier doch verarscht. Ich verstehe es auch nicht. Bin ich jetzt bescheuert? Geschwindigkeiten Kilometer pro Stunde waren vorhin 100 km/h. Geteilt durch 10 sind 10. 100 km/h geteilt durch 10 sind 10. Und das nochmal sind nochmal 10. 10? Ach, die 10 mal 10. Ups. Ne, 10 mal 10. Aber dann wären wir wieder bei 100. Und vorhin waren es 30. Ach, leck mich. Sie fahren bei Dunkelheit mit Fernlicht. Wann müssen Sie abblenden? Ja, wenn ich habe Fußgänger in gleicher Richtung vorausgehen. Wenn ich eine Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung befahre. Wenn ich vor einem Bahnübergang warten muss und andere blende. Wenn ich Lichthupe gebe. Ja, wieso geteilt? Ja, Entschuldigung, ich hab's total, es war ja mal nicht geteilt. Ich habe das Zeichen total falsch interpretiert. Also 10 mal 10 wäre das Ding gewesen. Das wären dann 100 Meter gewesen. Aber ich weiß nicht, was es mit... Gut, vorhin war es nur eine Sekunde Reaktionszeit. Vielleicht hatte deswegen da... Eben Bremsweg ist doch was anderes wie Reaktionsweg. Ja, eben, da war irgendwas von wegen eine Sekunde Reaktionszeit. Vielleicht war das eine andere Formel, die ich nicht im Kopf hatte. Egal. Jetzt, wir fahren bei Dunkelheit mit Fernlicht, fahre ich nie. Ich mache nie Fernlicht, dann ist wirklich so. Wann müssen Sie abblenden? Gar nicht. Ich muss ja nicht abblenden, wenn ich es nie anmache. Wo ist die vierte Möglichkeit? Wenn Fußgänger in gleicher Richtung vorausgehen? Ich glaube auch, oder? Wenn ich eine Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung fahre? Und wenn ich vor einem Bahnübergang warten muss und andere blende. Dünn wie so eine Makrele, aber solche Hupen. Danke für diesen tollen Clip. Solche Hupen. Jetzt kann ich nie mehr die Frage. Jetzt denke ich nur noch an Hupen. Oh, wobei, stimmt, das wäre ja wieder Autos. Ey, guck mal, das hat voll gepasst. Solche Hupen. Büp, büp. Ja. Okay, also, ein Fußgänger ist vor mir, der kann die... Okay, aber er läuft in gleicher Richtung. Das heißt, er wird zumindest nicht geblendet. Es sei denn, er guckt gerade raus, rein zufällig nach hinten. Eine Straße mit durchgehend ausreichender Beleuchtung, das finde ich fast ein bisschen fies, weil es gibt Leute, die sagen, dass sie nachtblind sind, ne? Also, habe ich schon gehört. Ich bin der Meinung, Nachtblindheit bedeutet einfach nur, dass man nachts nicht sehen kann, weil es dunkel ist. Aber das haben wir alle, das Problem. Das heißt, Nachtblindheit ist irgendwie so eine... Na, egal.
Jedenfalls Leute sagen, die haben Nachtblindheit. Das heißt, sie sehen sowieso per se schon etwas schwächer oder weniger, wenn es dunkel ist. Das heißt, ausreichende Beleuchtung, das ist so indifferent, das ist so, das kann alles bedeuten. Was ist denn ausreichende Beleuchtung? Wenn da überall Softboxen stehen und die dich an, wie jetzt hier bei mir, wo die dich anblenden oder was? Also ich finde, ausreichende Beleuchtung ist viel zu allgemein formuliert. Wenn ich vor einem Bahnübergang warten muss und andere blende, ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, eins auch. Aber zwei. Was ist denn eine ausreichende Beleuchtung? Rufe ich da vorher im Straßenverkehrsordnungsamt an oder so? Ich bin ja gerade in der Straße, ich bin gerade in der Bamockengasse. Hier sind übrigens drei Ampeln, eine davon ist, drei Laternen, eine davon ist ausgefallen. Wie ist denn das jetzt? Ist das ausreichend Beleuchtung? Soll ich jetzt abblenden oder kann ich da jetzt einfach durchfahren? Hä? Oh, die letzte Laterne ist gerade wieder angegangen. Können wir da nochmal drüber diskutieren, ob das jetzt ausreichend ist oder nicht? Ich hätte übrigens auch noch eine Taschenlampe im Auto. Wenn ich die jetzt einfach festhalte und durch die Straße zeige, ist das dann auch ausreichend Beleuchtung? Soll ich dann das Fernlicht lieber rauslassen? Da kommt übrigens gerade jemand anderes mir entgegen und hat sein Fernlicht an. Ist das jetzt auch ausreichende Beleuchtung? Also, Entschuldigung. Was ist denn ausreichende Beleuchtung? Wann ist zu viel? Wann ist es zu viel? Wann ist es zu wenig? Wann ist es genau ausreichend? Das ist total schwachsinnig. Anna Pilou, hallo. Ich bin kurz da. Vielleicht komme ich später noch. Da. Nur kurz da. Darfst du auch sehr, sehr gerne. Aber wir regeln sowieso darüber auf, dass ich alles falsch mache. Also von dem her. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? Auf eine für den Fahrzeugverkehr gesperrte Straße. Auf eine Sackgasse. Auf eine Unterführung. Auf jeden Fall eine Sackgasse. Wenn ich diese Frage jetzt falsch mache, dann höre ich auf zu spielen. Auf eine für den Fahrzeugverkehr gesperrte Straße? Nee, T sagt einfach nur Sackgasse, ne? Die ist nicht gesperrt, soweit ich weiß. Das ist einfach nur. Das ist einfach nur, Dings, ne? Sackgasse, ne? Ja. Das ist eine Gasse, in der ein Sack wohnt. Weißt du? Toffi, der alte Sack. Habe ich bei mir vorne auch da. An der Straße. Muri, guten Abend. Das T steht für Trottel. Nee, das steht für Toffi. Da wohnt Toffi. In einer Sackgasse. Der Sack Toffi wohnt da. Verstehst du? Voll lustig. Während der Fahrt zieht ihr Fahrzeug nach rechts. Wie verhalten sie sich richtig? Zieh nach links. Ich überprüfe den Reifenfülldruck und fahre bei Bedarf in eine Werkstatt. Beim Fahren. Ich versuche, das Fahrverhalten durch kräftiges Bremsen zu verbessern. Ich beobachte nur das Lenkverhalten bei weiteren Fahrten. Little Panda und die Bratwurst. Schönen guten Abend wünsche ich euch. Also ich ziehe halt nach links. Wenn das Auto nach. Das ist wie beim Einkaufswagen. Habt ihr schon oft gehabt, oder? Ihr wart beim Einkaufen und habt einen Einkaufswagen mit rechts oder links Drall. Dann zieht ihr doch auch in die andere Richtung. Denkst, ich gehe jetzt hin und prüfe beim Einkaufswagen die Reifenbedruckgeschichte und fahre bei Bedarf in die Werkstatt für den Einkaufswagen? Mach ich doch auch nicht. Ich ziehe halt einfach in die entgegengesetzte Richtung. Dann gleicht sich das alles wieder aus. Kannst du in dem Spiel auch fahren? Ich hoffe nicht. Eben, Jauri sagt es auch. Ich glaube, das wird eine Katastrophe. Ich überprüfe den Reifenfülldruck und fahre bei Bedarf in eine Werkstatt. Gut, das kann man immer machen. Also ich meine, das kann ja immer logisch sein. Ne? Ich versuche, das Fahrverhalten durch kräftiges Bremsen zu verbessern. Ich glaube nicht, dass das okay ist. Und ich beobachte nur das Lenkverhalten bei weiteren Fahrten. Bei weiteren Fahrten. Ja, genau. Also es kann ja sein, dass es nur das erste Mal stattgefunden hat. Okay, das war ja ziemlich eindeutig, ne? Hier beginnt ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich. Wie müssen Sie sich verhalten? Viel zu viel Zeichen, das liest doch keiner. Höchstparkdauer beachten. Mindestgeschwindigkeit von 20 km/h einhalten.
auf Regenfußgängerverkehr besonders achten. Hä? Aber da... Hä? Regnet's da immer? Ist das London? Die Fußgänger laufen da nur beim Regen, oder was? Ich hab's verstanden. Regenfußgängerverkehr bedeutet, hat nichts mit Regen zu tun. Aber ich wollte einen schlechten Witz machen, Leute. Ihr kennt mich. Regenfußgäner, weißt du? Aber das liest doch keiner. Ohne Witz. Jetzt sind da so drei Verkehrsschilder. Die liest doch keiner durch. Stell dir vor, du fährst da dran vorbei. Mit 130 Richtgeschwindigkeit. Und dann kommt die 20er-Zone. Da kriege ich das doch gar nicht mit. Jasmin, guten Abend. Nee, also Höchstparkdauer beachten, ist klar. 2 Stunden Höchstparkdauer, das ist logisch, ne? Steht ja 2 Stunden da. Mindestgeschwindigkeit von 20 km/h einhalten. Was? Mindestgeschwindigkeit? Das ist eine Höchstgeschwindigkeit, dachte ich. Hä? Gibt's eine Mindestgeschwindigkeit? Oh, die würde ich gerne mal einführen. Ohne Witz, wie oft ich mich in der 30er-Zone darüber aufrege, dass manche Leute nicht 30 in der 30er-Zone fahren, ey. Dann soll es eine Mindestgeschwindigkeitsbegrenzung von 30 geben. Du musst mindestens 30 fahren, ansonsten wirst du verknackt. auf Regen, Fußgänger fährt besonders... Ja, das auf jeden Fall auch, weil ich meine, es ist eine 20er-Zone, das heißt, da wird wahrscheinlich viel, ne? Da werden sehr, sehr viele Leute langlaufen. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, also sonst hätte ich das nämlich jetzt auch ein bisschen komisch gefunden, Mindestgeschwindigkeit. Aber die könnte man echt einführen. Womit müssen Sie rechnen? Mit einem Hindernis hinter der Kurve. Mit einer gefährlichen Linkskurve. Mit Querverkehr vor der Kuppe. So wie auf Autobahn mindestens 60. Oh ja, die Leute, die auf der linken Spur oder die Mittelspur schleichen, Alter. Oh, über die man sich aufregen kann. So, womit müssen Sie rechnen? Mit einem Taschenrechner, ne? Heißt, womit rechnen Sie? Womit müssen Sie rechnen? Mit einem Taschenrechner muss ich rechnen. Oder Excel. Ja. Mit einem Hindernis hinter der Kurve? Ja gut, kann sein. Ja, damit kann ich rechnen. Mit einer gefährlichen Linkskurve? Ja, das Schild sagt gefährliche Linkskurve, genau. Mit Querverkehr oder vor der Kuppe? Was heißt denn Querverkehr? Das muss ich gerade mal überlegen. Was heißt denn Querverkehr? Gegenverkehr. Also Gegenverkehr ist... Was ist denn Querverkehr? Vor der Kuppe. Also das heißt... Ich weiß nicht, was für Quer... Ich nehme es einfach mal mit rein. Nein! Scheiße! Ich hab's vorsorglich mit... Ich rechne doch... Es ist doch schön, wenn ich damit auch rechne. Da bin ich doch vorsichtiger. Das ist... Manu, das Spiel hasst mich. Wann sollten Sie den Reifendruck überprüfen? Unmittelbar nach jeder Fahrt. Regelmäßig bei kalten Reifen. Unmittelbar nach jedem Reifenwechsel. Ja. Link, was? Wenn eine andere Straße deine kreuzt, beziehungsweise in deine Reihen läuft. Ja, aber damit kann ich doch auch rechnen. Was ist denn daran so schlimm, wenn ich damit rechne? Dann bin ich ja noch vorsichtiger. Ist doch schön. Ich kann auch mit einer Kuh rechnen, die da jetzt über die Fahrbahn läuft. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich kann auch mit einem Einhorn rechnen. Dann halte ich kurz an, an einem Vista Point, mache ein Foto und fahre weiter. Ich kann mit allem rechnen, solange ich vorsichtig fahre. Macht doch Sinn. So, wann sollten Sie den Reifendruck unmittelbar nach jeder Fahrt... Ist ein bisschen übertrieben, oder? Regelmäßig bei kalten Reifen und unmittelbar nach jedem Reifenwechsel. Also nach Reifenwechsel auf jeden Fall. Und nach bei kalten Reifen, ja, wenn große Kälte da ist, ich glaube dann auch, ne? Unmittelbar nach jeder Fahrt. Wer macht das von euch? Was kann die Funktion eines Spurhalteassistenten einschränken? Eine verschmutzte Fahrbahn. Fehlende Fahrbahnmarkierungen. Fehlende Leitplanken.
Und ich habe einen Spurhalteassistenten, der nervt mich extrem. Ist wirklich so. Alter. Da fährst du nur ein Müh weit zu links oder zu rechts und er zieht dann auf einmal die andere Richtung. Und ich denke mir, Hilfe, was habe ich gemacht? Ich bin noch nicht mal im Ansatz auf der Gegenfahrbahn gewesen. Wirklich, ich habe noch nicht mal die Mittelspur gestreift und trotzdem dreht das Ding schon durch. Ich hasse diesen Assistenten, den muss ich mal ausschalten. Ja gut, eine verschmutzte Fahrbahn ist, ja, das kann einschränken, ist klar. Weil es sieht ja nicht, ne? Fehlende Fahrbahnmarkierungen auch und fehlende Leitplanken auch. Ja. Es gibt doch nicht überall Leitplanken, Toffi. Ja, toll. Es gibt auch nicht überall verschmutzte Fahrbahnen. Es gibt auch nicht überall Fahrbahnmarkierungen. Die gibt's auch nicht überall. Fahr auf dem Feldweg, da gibt's keine Fahrbahnmarkierung. Ist wirklich so. Auf dem Feldweg gibt's die auch nicht. So, und jetzt kommst du, Jana. Aber Leitplanken haben ja auch nichts damit zu tun, dass es ein Auto leiten soll. Das ist total... Das ist, ne? Ach, hat nichts damit zu tun. Eine Leitplanke hat nichts damit zu tun, dass das Auto geleitet werden soll auf die Spur. Gar nichts. Warum heißt es dann Leitplanke? Ja, weil es als Blitzableiter verwendet wird, ist ganz klar, ne? Und du kannst auch bei Bedarf auch deine Leiter darauf abstellen, falls du mal eine dabei hast und nicht weißt, wohin damit. Mhm. Und dir tut es natürlich leid, wenn du da reinfährst und dein Auto kaputt machst oder zumindest den Lack abkriegst, weil du zu weit in die Leitplanke reingefahren bist. Dann tut dir das Ganze halt leid. Also das ist halt eine Leitplanke, die Leid verursacht, ne? All daher kommt das. Das kommt nicht davon, dass es dich leiten soll. Ganz und gar nicht. Ihr müsst halt einfach mal ein bisschen weiterdenken, Leute. Nicht immer nur, wenn ihr Hufe hört, gleich denken, es ist ein Zebra. Es könnte auch ein Pferd sein. Nathalie, hallo. Wie darf hier mit Fahrzeugen bis 2,8 Tonnen zulässiger Gesamtmasse geparkt werden? PKWs entsprechend der Abbildung. Kleine PKWs auch quer zur Fahrtrichtung. Wohnwagen entsprechend der Abbildung. Okay. Wie darf hier mit Fahrzeugen bis 2,8 Tonnen zulässiger Gesamtmasse geparkt werden? Ja, eben, entsprechend der Abbildung wäre ja am logischsten. Ich meine, ne? Aber du musst es auch ausrechnen, ne? Das gibt bestimmt nicht nur eine Faustformel. Viele Leute würden jetzt denken, ja, du musst halb auf dem Gehweg stehen und halb auf der Straße. Das stimmt nicht. Guck dir mal das ganz genau an. Ich mach's mal größer. Auf der rechten Seite der Bordstein ist ein Ticken kleiner als der Bereich, der an der Straße steht. Das musst du natürlich beachten. Du darfst nicht mittig draufstehen. Du musst halt, ich würde mal sagen, es ist 9/20 auf der rechten Seite und 11/20 auf der linken Seite. Da musst du halt drauf achten, ne? Also eins ist richtig. Kleine PKWs auch quer zur Fahrtrichtung. Hä? Nee, quer zur Fahrtrichtung niemals. Es sei denn, du fährst einen Smart, aber den fährt doch keiner. Ich hatte mal einen Smart, das war mein erstes Auto. Wohnwagen entsprechend der Abbildung. Nee, oder? Darf ein Wohnwagen auch so fahren? So abgestellt werden? Ich glaube nicht, weil die sind viel größer. Was? Aber die sind doch viel größer! Nein! Mein erstes Auto war der klassische Corsa. Ich teste den Druck aber auch nie, mein Mann macht das. Ja, ich mache das auch viel zu selten tatsächlich. Ja, scheiße. Wohnwagen dürfen das auch. Ich hätte jetzt, also wirklich, das meinte ich jetzt ohne Schwachsinn, das meinte ich jetzt tatsächlich ohne jetzt Witz, ne? Ich dachte einfach, dass Wohnwagen einfach per se schon so breit sind, dass man die nicht so ohne weiteres dahin parken darf, weil die halt einfach zu breit sind, um das wirklich überhaupt rechtfertigen zu können. War mein Gedankengang, war anscheinend falsch. Ich mache wieder alles falsch. Welche Bedeutung hat das auf dem Reifen angegebene Herstellungsdatum 1217?
Der Reifen wurde am 01.02.2017 hergestellt. Der Reifen wurde in der 12. Kalenderwoche des Jahres 2017 hergestellt. Der Reifen wurde im 12. Monat, in Klammern, Dezember, des Jahres 2017 hergestellt. Wen juckt's? Was ist mir doch scheißegal, wann der Reifen hergestellt wurde? De- 12.17. Am 01.02.2017 ist Schwachsinn. Oder? Nein. In der 12. Kalenderwoche des Jahres 2017, das könnte schon eher hinkommen. 12. Kalenderwoche des Jahres 2017 könnte hinkommen. Im 12. Monat des Jahres könnte aber auch hinkommen. Also ich glaube am ehesten die dritte Variante. Ich glaube, es reicht schon, wenn man den Monat weiß, oder? Wenn der Reifen dann halt zu alt ist. Reifen kann man nicht ewig verwenden, Toffi. Hä? Wieso denn nicht? Ist doch Gummi. Wird das schlecht? Ich muss es ja nicht essen. Cherry Sunny, hallo. Also ich würde am ehesten noch 3 sagen. Ups. Die werden porös. Innerhalb von 4 Wochen? Das heißt, es ist echt wichtig, dass ich weiß, in welcher Woche im Jahr das Ganze stattgefunden hat. Innerhalb von 4 Wochen, ihr wisst, was ich meine. Entweder gebe ich den Monat an oder ich gebe es halt wöchentlich an, sodass wir halt immer 4 Wochen nicht angegeben haben oder angegeben haben, je nachdem. Innerhalb von 4 Wochen werden die porös? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das reicht doch. Es reicht doch, wenn ich weiß, in welchem Monat es hergestellt wurde oder nicht. Schon wieder nur 40%. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir verkacken.